Yo, was geht? Herzlich willkommen. Schön, dass du am Start bist hier bei einer weiteren Folge von Sleeping Dogs. Wir machen genau da, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Genau bei dieser nächsten Mission. In der letzten Folge bzw. Mission hat ja eine Hochzeit stattgefunden von Winston und seiner Frau. Ich will ja nicht zu viel spoilern, aber da ist jetzt nicht so was Geiles passiert. Eigentlich soll ja eine Hochzeit der schönste Tag einer Frau sein und natürlich des Mannes. Aber war es wohl doch nicht. Onkel Poe war auch mit von der Partie, der ist leider im Krankenhaus. Also es ist eine sehr, sehr viele Schießerei passiert. Die Männer von Dogeyes waren da. War halt nicht so eine schöne Hochzeit. Gerne reinklicken, wenn es verpasst habt. Und wir machen genau hier weiter. Mal gucken, was jetzt für eine Mission hier auf uns wartet. Where is this guy? Wo ist der Kerl? Aha. Hotshot's trying to kill me. He's crazy. He's... Shit. Oh, orten Sie Ace Telefon. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ach, der Konterpunkt, okay. Wir müssen wahrscheinlich jetzt zur Mitte des Handys fahren. Knotenpunkt der Antennen erreichen. Ah, das ist natürlich geil, wenn man sich in diese Antennen reinhacken kann. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt einmal Hotshot suchen. Wo der sich auch aufhält. Und wir sind fast am Punkt. Ich fahre mal noch mal ein Stückchen geradeaus. Dann hier rechts, links rein. Ja, ja, ja. Sieht schon gut aus. Nicht mehr weit. Das soll hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hier rein. Steig mal eben ab. Wo auch immer das sein soll jetzt hier. Hier entfernen wir uns wieder ein bisschen zu weit weg. Hier ist der Laden auch zu. Ach, Enter drücken, um Ordnung zu starten. Och Mann, bin ich blöd. Finden Sie das Gebiet mit dem starken Signal. A und B halten. Aber ich spiele doch gar nicht mit dem Xbox-Controller. Das gesamte Signal aller Antennen finden. Enter drücken, um es zu scannen. Scannt. Geortet. Aces Freundin. Oh, erreichen Sie Aces Freundin, bevor sie stirbt. Oh, shit. Die hat aber schon viel Leben verloren. Das war ja wie letzte Folge mit Onkel Poe. Der hat ja schon extrem viel Leben verloren. Der wurde hier angeschossen und der hat dann auch schon sehr viel Blut verloren. Aber dann machen wir uns jetzt ganz schnell auf den Weg zu Aces Freundin. Nicht, dass sie auch genauso endet wie Onkel Poe. Dann verlieren wir ja sehr viele Leute. Ich denke mal, das werde ich euch ganz schnell überspringen und sehen uns dann halt wieder bei Ace Freundin. So, da haben wir doch schon was. Da haben wir doch schon ein Signal. Soll ich mal hier runterspringen? Ne, besser nicht. Lieber nicht, besser nicht. Weil hier vorne ist es. Ach komm, mach schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Untersuchen Sie den Unfall. Ach du heilige Scheiße. Da ist jemand aber von der Straße abgekommen. I tried to help him, but he's not breathing. There's blood everywhere. We were in front. He was winning, girl. At least he thought he was winning all. He got alongside the back of the car, ran us into the railing, pushed us up against it, we flipped over it. The wheel went right into Ace's chest. Ow. You'll be alright. Hang in there. Verlassen Sie den Unfallort? Ja, wow. Anstatt bei eben zu... Ja, okay.
Ich hab nichts gesagt. Der Krankenwagen ist schon da. Fotografieren Sie das Auto. Wo mache ich das nochmal? Achso, Shift. Okay, rufen Sie Tang an. Krankenwagen ist schon unterwegs. Ich dachte schon, da wird kein Krankenwagen gerufen. Kontakt, Tang anrufen. Yes. Inspector, Hotshot killed Ace. Damn it, Wade, we were supposed to catch them in the act. Yeah, well, they acted too fast. I have an eyewitness statement and all the evidence you need to get this bag of shit off the streets. I'll type out a warrant. Don't bother, I have a better idea. I'll challenge him to a race, and once we're in it, I'll lead him right to you. Alright, but Wade, I want him alive. Okay, wieder ein schönes Rennen. Fordern Sie Hotshots mit einer SMS heraus. Hotshot, mal sehen, wer die Straßen regiert. Wo versteckst du dich? Absenden. Dann erhalten wir vielleicht jetzt direkt eine E-Mail. Komm zum Victoria Peak, bring ein schnelles Auto mit. Gut, da lässt er sich natürlich gerne locken und will sofort ein Autorennen starten. Und da haben wir doch schon ein sehr gutes, schnelles, denke ich mal, schnelles Auto. Wollen wir uns das doch mal abnehmen. Boah, das sieht heftig aus. Das Auto sieht heftig aus. Am besten jetzt keine Macken irgendwie dran machen, dann haben wir gute... Boah, das ist heftig schnell. Dann haben wir gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Holy moly, da bin ich jetzt gespannt drauf auf das Rennen. So, wo ich gerade dann dahin fahre, ich wollte nochmal Bescheid geben. Ich habe ein neues Projekt auf meinem YouTube-Kanal gestartet, beziehungsweise auch auf Twitch. Im Moment am Wochenende, ich glaube am Wochenende ist das ein bisschen, da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Da ist im Moment Poker-MMO, der ein oder andere kennt es vielleicht. Also da sind ganz viele Versionen von Erstedition, zweite, dritte, ich glaube Saphir und Feuerrote Edition dabei. Das habe ich mir heruntergeladen. Nach 20 Jahren spiele ich wieder Pokémon, die erste Edition. Darauf bin ich hyped. Ich will das einfach wieder durchspielen. Da sind einfach alte Vibes hochgekommen. Am liebsten würde ich das jetzt streamen, aber ich dachte mir, ich muss das Game hier auch mal durchspielen. Also, wer nichts verpassen will, gerne mal am Wochenende auf Twitch vorbeischauen. Wird natürlich alles auf YouTube auch gezeigt. Gerne auch auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dann einschaltet. So, sind wir beim Rennen auch wieder angekommen. Hoffentlich werden wir den ersten Platz jetzt machen. Jawohl, ab geht's. Oh, geht schon los. Oh, der hat auch ein schickes Auto. Ey, what? Jagen Sie Hotshots zur Straßensperre. Machen Sie Hotshots auch zuerst fahruntüchtig, wenn Sie die Straßensperre erreichen. Okay. Hey, wait! You think you're good? Ace thought he was good. Er hat einfach gefailt. Oh. Der ist schon bei 3 abgedüst. Irgendwie gar keine Autos auf den Straßen. Aber wie soll ich das Auto denn gleich unfähig machen? Fahrunfängig. Dingens machen. Boah, das Auto ist geil. Das lässt sich schon extrem geiler lenken als für die anderen Autos. Aha. Soll das schon die Straßensperre sein? Aha. Er bewegt sich ja doch noch. Soll ich das jetzt schon fahruntüchtig machen? Also die Straßensperre habe ich jetzt noch nicht gesehen. Oh, da war ein Koffer. Aber da habe ich jetzt leider keine Zeit für. Ich muss leider was anderes machen. Ich hoffe nicht mal, dass wir nur Erster werden müssen. Wir müssen den einfach nur zur Straßensperre hinlocken. Wahrscheinlich das Auto dann fahruntüchtig machen. Aber mit dem Auto, das geht, das läuft.
Eine Steve-Errungenschaft. Easy. Da ist die Straßensperre. Jetzt das Fahrzeug tüchtig machen. Ja, ihr seid doch auf meiner Seite, Cops. Ach, verpisst euch doch mal, ey. Wohin gar keine Autos jetzt? Holy moly, wie viele! Zu viele habe ich noch nie mal bei GTA gesehen. Ja, ihr könntet den doch jetzt eigentlich festnehmen. Wir brauchen ihn noch lebend. Ja, die Polizisten sind auch wieder. Die machen schon wieder ihren Beruf nicht richtig. Den hätten sie jetzt easy peasy festnehmen können. Sehr gut. Entkommen Sie der Polizei. Okay. Machen wir. Sind wir schon auf dem Weg. Tschüss. Sehr gut. Polizei entkommen. Ach Quatsch. Wir haben es geschafft. 20 Jahre. Krass. Und das war ja eigentlich unser, ich sag mal, Knastkumpel von der ersten Folge. 1200. Kopferfahrung Stufe 3, knapp Stufe 4. Oh, da haben wir zwei grüne Missionen. Dann werden wir da direkt auch mal schnell hinfahren. Mal gucken, wo das auf der Karte ist. Und wenn das ein bisschen weiter weg sein sollte, dann sehen wir uns, wenn ich dann da bin, wenn ich denn weiß überhaupt, wo die sind. Aha, Golden Koi. Dann wollen wir uns dahin begeben, Mrs. Just Rache und der neue Boss. Alles klar, ab geht's, auf geht's. Wir sehen uns, bis gleich. Oh, das Auto, das fährt sich echt, echt gut. Schade, dass man das nicht häufiger auf den Straßen irgendwo findet. So, Goldkoi angekommen. Ach ja, der steigt ja auf der anderen Seite aus. Ich bin immer auch bei GTA. Mrs. Chu. I was just stopping by to see if there was anything you needed. I know it's no consolation, but I got a look at one of the gunmen from the wedding. Now I will find him, and I'll make him tell me who's responsible. Hey, die ist wirklich sehr sauer, aber wäre ich auch. Rufen Sie Ricky an, um Johnnys Nummer zu ergattern. Kontakt Ricky. It's Way. Shit, Way. How you holding up? I got a lot of loose ends to clean up. I need an outsider for a couple things. You got Johnny Ratface's number? Johnny Ratface? Man, stay away from that lunatic. You give him a job, you're gonna have to steam clean your conscience when he's done. You know what I mean? Yeah, I know all about him. He's my man. I guess you know what you're doing. Johnny Redface finden. Wie sollen wir den denn ausfindig machen? Wahrscheinlich über die Kameras. Aha, auf dem Handy. Knotenpunkt der Antenne erreichen. Das kennen wir doch. So, dann können wir eigentlich, glaube ich, geradeaus fahren und haben den Knotenpunkt so gut wie geritzt. Da bei dem Bekleidungsgeschäft? Nee, noch eine Weile. Da. Wir müssen hier lang. Aha, Enter drücken. So, jetzt wird erstmal wieder geortet. Man kennt's.
Hey, is this Johnny? Yeah. Ja, works with a lot of movie stars, know what aber I mean? Das Signal ist nicht geil. So I got a problem. He said you could help me. I'm busy. Wait, please, look, I trade diamonds down in Central. My partner took off all our stuff. And by the time the cops look into it, he'll be halfway to Shanghai. I'll never get them back. Diamonds, huh? All okay. I need is someone to recover them. I pay a large fee. Okay, what's the guy's name? His name is, auch gescheitert. Large Bucktooth Cho. He lives at 101... Aberdeen Road, but I think you may be at his girlfriend's apartment. Yeah, where's that? She's at, hold on, I'm looking it up. She's up on Marlboro. It's verstehen? A green building with a lot of bamboo outside of it. Moron, what's the number? I think there's an 8 in it. Du Gole! Look, I'm very sorry, sir. Was here it is, 818. Das gemeinsame Signal aller Antennen finden. How many fucking diamonds? He wears white shirts. Aha. Black shirts. Okay. Gotcha, fucker. Zu Johnnys Versteck gehen. Aber das ist schon geil, wenn man so Leute orten kann, wo man nicht weiß, wo die sind und wo deren Verstecke sind. Ist schon ganz geil. Eyo. In die müllste Müllstraße überhaupt von Hongkong. Oh, you lovely baby, I promise. Are you insane? Think of all the money we'll make. This is our future, you and me. Fuck you, asshole. I'm not taking off my clothes for you or anyone else. Asshole. Diese Japsen. Immer diese Japsen. No front. No front, ne? Natürlich no front. Johnny finden. Oder Ricky finden, stand da, glaube ich, gerade. Trägt einen auf Schnauze. Ach, ganz ehrlich, ich kann dich doch da vom Hang runterschmeißen. Tschüss, hau rein. Bin ich nicht ganz. Aber dich jetzt. Du bist eh keine Nummer für mich. Hau rein. Ach, guck mal, dich kann ich in eine Mülltonne reinschmeißen. Du bist auch keine Hausnummer für mich. Hau mal rein. Da gehörst du auch hin. Oh, da liegt irgendwas. Das ist nice. Da muss ich gleich mal drankommen. Zack. Aufnehmen. Hau rein. Tschüss. Hau rein. Wenn man sowas liegen lässt, selber schuld. Ah, fuck, zu spät. Dann greif doch an mit deiner Stange. So, finden Sie Ronnie Redface? Ah, shit, da war ein Karton, ein Koffer. Oh, dich schmeiß ich auch jetzt im See. Da gehörst oder so. Noch besser. Scheiße, der hat ein Messer in der Hand. Die Stange hätte ich vielleicht mal behalten sollen. Fuck. Ja, oh, ich dachte, der wollte jetzt selber springen. Man kann sich auch mit Fäusten und Füßen wehren, aber das kennen die meisten ja hier gar nicht. Shit. Ich wollte mir eigentlich packen. Hau rein. So, jetzt aber Johnny Dings zur Rede stellen. Kommen wir da nochmal hoch? Ah, sehr geil. Dann holen wir uns doch mal eben schnell die... Okay, war doch keine Box, war nur ein Gesundheitsschrein. Die brauchen wir natürlich auch. Wir müssen 15 Stück finden. Damit kriegen wir wieder volle Gesundheit. Sehr geil. So, wo ist der Typ? Hey, you! Ey, du sollst doch richtig. Wenn du schon ein Messer hast, dann aber richtig. Ach ey, ich komme mit dieser Steuerung nicht klar. Gut, dass wir nochmal die Leben alle aufgelevelt haben. Boah, ey. Warum ist das so? Warum sind da immer so viele? Aber geile Mission.
So, da haben wir noch eine geilere Waffe, die holen wir uns jetzt auf. Ja. Ich muss da wirklich noch klarkommen mit der. Zack. Nehmen wir jetzt die oder nehmen wir die andere? Ja, komm, nehmen wir mal die hier. Kann ich das Auto nicht in die Luft jagen? Fuck. Ist ja noch gefährlicher hier als die in der Hochzeit. Oder auf der Hochzeit. Oh, er haut wieder ab. Er kann nur das eine. Er kann wieder nur abhauen. Boah, scheiße, war das knapp. Da oben so ein Schütze. Ja, die andere Waffe war aber, glaube ich, ein bisschen besser. Gut, Kopfgeld. Wir haben sogar Kopfgeld gekriegt. Ja, moin. Jo, da oben. Ich treffe den einfach nicht. Jetzt aber. Sollte ich doch ducken. Aber solche Missionen liebe ich. Mit so richtig Action verstecken. Und den dann richtig einfach darüber knallen. Boah, ey. Besiegen die Johnnys Gleiter. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich hab doch nur ein Motorrad. Okay, Schiff und dann zu schießen. Och man, jetzt verdrücke ich mich schon wieder. So, jetzt aber. Na gut. Bam. Gefangen, nee. Achso, mit dem Kuh wieder. Ja, das wird schwer. Das wird noch schwer. Sehr geil. Who are you? What do you want? Johnny zu Chos Restaurant bringt. Aber wenn er doch jetzt, wenn ich jetzt er wäre, der das auch vorher gefahren hat, also der Johnny, dann wäre ich doch aus der Beifahrerseite raus. Gegangen, weil da die Scheibe doch eingebrochen worden ist. Aber okay. Vielleicht kann er da gar nicht raus. Der hat ihn so schnell festgestellt, dass er gar nicht mehr aus dem Auto fliegen kann. So, jetzt gibt's aber Folter mit von Mrs. Chu. Das will ich nicht gerne machen. Oder will ich nicht gerne mit bei sein. Johnny the Rat Face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! Winston Fuck! I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait! Don't leave me here! She's fucking crazy! Okay! I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! Ja, okay, da werden erstmal die Hände abgenommen, die Füße. Und wenn er dann immer noch nichts sagen will, wird er irgendwann nicht mehr bei uns sein. So, Kopferfahrung, Stufe Nummer 4, Tab zu den Upgrades.
Ich habe leider nur immer Erfahrung mit den Triaden-Updates. Nahkampfwaffen, Resistenz, schalte die Fähigkeit effektiver Waffenangriffe während des Sprints frei. Ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Machen wir das. Und dann bei den Kopferfahrungen. Da können wir... Brechen Sie mit einem Slim Jim Autos auf, ohne Alarm auszulösen oder die Scheibe zu zerstören. Naja. Erhöhter Fokus. Zeitlupe nach Sprungschüssen und Entwaffnung dauert länger. Ja, machen wir das. Weil Autos aufknacken und sowas, das habe ich bis jetzt immer gehabt. Und da ist nie ein Kopf gekommen, wenn ein Alarm ausgelöst worden ist. Von daher. So, Nahkampf-Upgrades. Da kann ich nichts machen. Keine Ahnung. Da müssen wir wahrscheinlich 3 Statuen noch irgendwie zurückbringen. Dann können wir wahrscheinlich eine Fähigkeit erwerben. I don't know, aber ich kann es hier nicht auswählen. Von daher lassen wir das mal offen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich das hier machen muss. Diese Jade-Statuen wahrscheinlich zurückbringen. Okay, wir sind auch schon ganz weit am Ziel wieder mit der Folge. Das dauert, glaube ich, wieder ja, fast 30 Minuten. Soweit will ich das eigentlich nicht machen. Deswegen sehen wir uns dann in der nächsten Folge mit der nächsten grünen Mission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne ein Like für das Video da und für die ganze Sleeping Dogs Reihe. Über ein Abo würde mich natürlich auch freuen, damit ihr keine Videos verpasst. Bis dahin, haut rein, euer Moreno.